Wenn wir einen Blick auf die Pausenbrote auf unserem Schulhof werfen, fällt uns auf, dass diese meist langweilig und nicht sehr lecker aussehen. Dabei könnte man Pausenbrote so viel bunter gestalten und das auch noch mit Bio-Lebensmitteln. Diese sind nicht nur gesünder, sondern haben viele Vorteile für uns und die Umwelt. Bio-Lebensmittel enthalten zum Beispiel keine Pestizide. Pestizide, das sind Pflanzenschutzmittel, die zwar dafür sorgen, dass Obst und Gemüse gut wachsen können und appetitlich aussehen, aber schädlich für Bienen, Hummeln und andere Insekten sind. Es können auch Pflanzenschutzmittel ins Grundwasser gelangen und somit auch uns schaden. Bio-Lebensmittel haben zudem weitere Vorteile. Die Tierhaltung ist artgerechter, also die Tiere haben mehr Platz und es werden keine Antibiotika eingesetzt. Zwar helfen Antibiotika uns, wenn wir richtig krank sind, aber wenn wir viel Fleisch aus Massentierhaltung essen, nehmen wir Antibiotika unbewusst und unnötig zu uns, denn im Übermaß sind sie schädlich für uns. Außerdem benötigt der Biolandbau in der Regel weniger Energie als die herkömmliche Landwirtschaft. Und wieso habe ich jetzt Lust auf ein Pausenbrot? Du kannst dein Pausenbrot, wie du oben gesehen hast, ganz einfach, am besten mit Äpfeln, Gurken, Paprika und Co. bunt und lecker gestalten. Denn das Auge ist ja mit, wie meine Oma mal sagt. Unsere Mensa hat jetzt auch, dank unserer Ansprache, auf Bio-Essen umgestellt. Und es gibt viel frisches Obst und Gemüse. Mmh, lecker!